ich bin in einigen künstlerisch und touristisch wertvolle Unternehmen gewesen, die aber auch in Ausbildung sehr stark unterwegs sind und in den Integration von Flüchtlingen. Habe mich dort mit den Eigentümern unterhalten und das war sehr bewegend, sehr interessant. Und dann sind wir weitergefahren, dann musste ich einmal aussteigen wegen einer Pressekonferenz heute und dann habe ich gleich erlebt, wenn man vom Fahrrad ins Auto steigt, dass man auch schon mal Stau erlebt. Das war dann etwas komplizierter. Bin den Weg wieder auf mein Fahrrad gefunden und war jetzt mit der Schwebefähre unterwegs. Auch für mich sehr interessant, ein technisches, doch sehr spezielles. Ich glaube, das gibt es nur 8 Mal auf der Welt. Und somit endet jetzt die Sommertour nach 4 Tagen mit Regen und anderer Unwägbarkeiten. Radwege, Straßen, Menschen, überall sehr nette Menschen getroffen. Und ja, das war faszinierend. Und Sie haben zum ersten Mal als neuer Chef ja des Kanaltunnels Hallo gesagt in der Betriebsdienstzentrale. Auch das interessant, mal hinter die Sehne einmal zu schauen, wie funktioniert das eigentlich mit so einem Tunnel, was für ein wahnsinniges Bauwerk dahinter steht und die Menschen darauf aufpassen, wie der Verkehr weiterfließt. Aber auch da haben wir natürlich noch ordentlich Aufgaben vor uns, die müssen wir angehen. Wir hoffen, dass einige der vernünftigen Ideen und Vorschläge dann auch zu einer Verbesserung führen können.